Dann Adrian Wettli. Und dann ist es das 1:0, oder nicht? Doch. War mir gejubelt, allerdings sein Schiedsrichter an. Er muss sich das noch einmal anschauen. Aus meiner Position leider nicht zu sehen. Ich sah nur, dass die Scheibe hinter Schwender gewesen sein muss. Der Schiedsrichter ebenfalls auf dieser Seite. Sutter. Und jetzt ist die Scheibe definitiv drin. Patrick Obrist mit dem 1:0. Für den RC Kloten das Ganze in der 44. Minute. Hat's geschafft. Steiner ohne Helm muss sich auswechseln lassen. Und dann Ausgleich! Yannick Losli mit dem 1:1. In der 44. Minute. Da warten wir und warten wir und warten wir. Und dann innerhalb von gut 30 Sekunden fallen zwei Tore. Noch einmal zu sehen, dieses Rencontre. Steiner verliert den Helm, muss sich auswechseln lassen. Dann fehlt natürlich eine hinten zusätzlich und in diesem Moment schießt Yannick Losli das Tor zum 1:1. Außenrum. Frei. Merola! Dann eine Strafe angezeigt und ein Tor erzielt Melvin Merola. Das ist kein Mittel gegen Halse oder dergleichen. Nein, das ist der Topscorer des HC Thurgaus. Melvin Merola setzt danach und er macht etwas Kopfweh dem Gegner. Das garantiert. Nicht besonders groß gewachsen, trotzdem kann er sich durchsetzen. Die Scheibe kullert da rein. Und dann Timeout der SHC Kloten. Merola hat bereits davor zweimal mit dem Stock angedeutet, gib mir den Pass.